So, da sind wir wieder. Ich weiß gar nicht, ich habe die ganze letzten Folgen mit dieser Kameraposition aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so gut ist. Und ich weiß auch gar nicht, warum das hier eigentlich so scheiße ist. Einstellungen, alle Einstellungen. Grafik, Monitor, Bildschirmbreite. Ist alles so klein. So, das machen wir mal hier auf 2560. Speichern. 1440. Speichern. So. Einstellungsseite. So, okay. Schaut ganz sehr viel besser aus. Ach so, und OBS nimmt es natürlich nicht, wieder nicht auf. Ganz geil. Es ist so traurig. Was ist mit dieser OBS? Warum mag er mein Test nicht? Fenster. Mein Test. Eigenschaften. Da. Mein Test. Danke. So, und jetzt Vollbild. Easy. Und mal wieder die Kamera hier, mit der wir eigentlich arbeiten. Jetzt habe ich mein Test beendet. So, Vollbild. Spiel beitreten und loggen. So, da wollen wir mal gucken. Erstens, wie gut wir aus der Höhle wieder rauskommen. Und dann auch mal, guck mal, hier ist noch ein bisschen Eisen. Ja, das war sehr intelligent. Nein, schön. So, hier kann man irgendwie hoch, ne? Jetzt darauf, dann darauf, darauf, darauf. Und der, nee, noch nicht. Ich habe so lange schon kein Kletterkünste im Matthias mehr gemacht. Hab volles Klettern verlernt. Okay, da oben kommen wir rauf. So, das sieht doch schon besser aus. Ja. Und jetzt? Okay, hier geht's nicht weiter lang. So. Boink. Perfekt. So, hier ist jetzt spaßig. Ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen hochbaggern. Beziehungsweise eigentlich müssen wir nur dich und dich und dich und dich und dich abbauen. Weil wir sowieso tun würden. Und jetzt können wir auch darauf springen. Voilà. So. Ach da. Yay, wir haben es geschafft. Wir sind draußen. So. Sehr schnieke. Guck mal, dann ist halt für grün. Aber hier ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu gebirgig. Aber wir sind zumindest schon mal. Wow. Wir sind zumindest. Hab ich fast aktiviert oder was? Hier schon mal. Biommäßig sind wir richtig unterwegs, aber es sieht mir einfach zu hügelig aus. Das ist kein geografisch schöner Ort. Wir gucken aber hier mal gleichzeitig mal wie ein bisschen Früchten, weil es jetzt zumindest ein relativ grüner Ort. Das heißt, wir haben jetzt zumindest hoffentlich ein bisschen mehr Vielfalt, was das Nahrungstechnische betrifft. Wobei, so viel sehe ich jetzt hier auch nicht. Ja,
Denn da war sonst schon mal Baumwolle. Baumwolle ist super wichtig. Haben wir das schon mal gefunden? Das hier unten war so ein Gummibaum, ne? Den nehme ich auch mal komplett mit. Weil der kann später auch für manche Sachen sehr wichtig werden. Den brauchen wir nämlich für Kleber und für Kleber und Kleber. Erster Tag im Wald. Leider können wir das nicht als normales Holz benutzen. Ne, hier haben wir nur so ein. Haben wir genau gar nichts. Gummibaum. Stimmt, den kann man nur einkochen. Ne? Den kann man so gar nicht bearbeiten oder verarbeiten. Die kannst du wirklich nur einkochen. Holzfäller. Da war ich den wie einfach nur dumm rum, ne? Lol. Was will ich gerade sagen? Genau, die kannst du nur einschmelzen oder also halt im Ofen zu Kleber verarbeiten. Und das war's denn. Als Baumaterial kannst du das gar nicht benutzen. Außer du willst direkt was mit den Blöcken bauen. Irgendwie so als, na, würde halt schön aussehen oder so, keine Ahnung. Ein schon großer Baum. Aber eben, die sind halt immer relativ groß. Aber dafür auch relativ selten. Weil, wie man auch sie hier sieht, nur ein einziger Baum. Es gibt auch relativ große Biome, da hat man ja relativ viele von diesen Bäumen, aber auch das ist immer nur relativ. Und wie gesagt, so eine Biome findet man aber sehr selten. Deswegen nehmen wir den Baum hier einfach mal mit. Da sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Weil ich weiß, oh, guck mal, da sind sogar Gurken. Wenn ich das gerade richtig durchsehe. Ah. Weil die zwei fliegen auf einer Klappe. Nee, weil ich weiß noch, im Let's Play, da hat man, glaube ich, relativ lange nach so einem Baum gesucht gehabt. So, und ich nehme es einfach mal mit hier. So, da müssen wir auch langsam mal gucken hier wegen Inventarmanagement. Vanille! Das ist neu! Oh, wow! Schon macht mein Leben viel mehr Sinn. Weißt du was? Dich kann ich komplett wegschmeißen. Du interessierst keine Sau. Du bist auch nicht das, was ich erhofft hatte. Von daher weg damit. Das kann auch weg. Ganz ehrlich. Das braucht so gar kein Mensch. Alter, wie groß ist denn dieser Kackbaum? Der braucht ja ewig. Ah, ist fertig. Alter, was da runterkommt. Okay, ich glaube mal, die Hälfte der Blätter können wir auch wegschmeißen. Ein paar Blätter am Anfang zu haben als Brennmaterial ist ganz geil, keine Frage. Aber nicht so viele. Es sind ja mehrere Stacks, die wir hier haben. Wie scheiße riesig der Baum geworden ist. Vor allem gefährlich bei so großen Bäumen ist auch, dass die Nahrung immer relativ schnell runtergeht. Ich meine, schon verständlich, wir haben gerade den gesamten großen Riesenbaum zu Kernholz verarbeitet. Das ist schon nicht was, etwas, was man mal so in der Mittagspause macht oder so. Das ist ja auch noch was. Heilige Scheiße. Hatte ich da noch was? Hey. Wo gehen die Blätter hin? Oder denkt der, dass die Blätter zu dem Apfelbaum dahinter gehören? Normalerweise kann er die ja relativ gut trennen, oder? War das nicht so? Ach ne, da oben. Ich muss noch höher. So, hier sieht es auch schön aus. Oh, und wir sind voll. Gut, dann weißt du was, dann schmeiße ich mal schnell ein paar Blätter weg, weil, wie gesagt, so viele Blätter werden wir halt nie im Leben gebrauchen können. Weg mit dir. Gucken, ob wir hier noch was irgendwie was aufgesammelt haben, was keiner so braucht. Hanfsamen. Hanfblatt, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Weil das kriegen wir später hier raus, wenn wir die Dinger anpflanzen. So, ganz ehrlich, das ist ein Pilz. Können wir eh nicht essen, scheinbar. Also weg damit, oder? Ah, nee, doch, konnten wir essen. Egal. Glowstone haben wir nur ein einziges. Kriegen wir auch relativ schnell wieder. Weg damit. Rest würde ich. Komm, hier, einmal Kies. Weg. Rest würde ich aber erstmal behalten. So. Oh, geht's ja runter, actually.
dachte, ich hier geht's nur einmal hier wieder hoch. Und das war's dann. So leicht kann man sich irren. Ja, also die Gegend hier ist definitiv zu bergig. Das ist ja. Dort ist nicht fein. Ja, mal schön schon nach Blümchen, nach Früchten, nach Gemüse und so halten. Das kann uns unser Arsch retten, wenn wir denn am Arsch sind. Wir können also mal hier ein paar bisschen Gras mitnehmen. Denn wir brauchen Weed. Ja, also ich glaube, ich muss diese Drop-Mod muss ich nochmal konfigurieren. Die läuft nicht so, wie ich das gern hätte. Erstens ist der Radius, in dem man es einsammelt, viel zu groß. Oh, mein Invisibility-Mod ist noch an. Sehe ich gerade. Ja. Lol. Wie war das mit V, ne? Ah, ne, mit C. Ja. Okay. Er ist hier eigentlich noch verbuggt. Weil früher war es ja so, dass wenn man... Ach so, solange wie ich die Q-Taste gedrückt halte, ist ja unsichtbar. Ich dachte, ich schalte es damit nur um. Okay, nee, weil früher war es nämlich so, dass wenn du unsichtbar bist, du auch keine Größe mehr hast. Das heißt, du konntest ganz nah an die Kante rangehen, sodass du wirklich innerhalb dieser Kante bist und bist dann durch die Blöcke durchgefallen. Weil du quasi, ne, diese, du hast ja zwischen diesen Blöcken hast ja keine Lücke. Also eine Lücke von 0. Wenn du selber aber auch eine Breite von 0 hast, dann kannst du trotzdem zwischen den Blöcken unendlich tief fallen. Das war jetzt früher so ein Bug. Aber den haben sich scheinbar wirklich behoben. Sehr schön. Okay. Cool. Bin ich unsichtbar. Ist natürlich blöd, dass bei mir genau auf der Schleichtaste liegt. Das heißt, ich werde mal kurz die Berechtigung dafür nehmen. Wie heißt die überhaupt? Privs. Heißt es direkt einfach Invisible Delala oder Lily? Ja, doch, heißt so. Okay. Revoke Walker. So. Invisible. Pop. Und jetzt sollte sie nicht mehr funktionieren. Ja, sehr schön. So ist es vielleicht tausendmal besser. Genau, jetzt kann ich doch echt wieder schleichen und alles. Na gut, konnte ich davor auch, aber wie gesagt, denn erstens wurde mein Chat hier oben zugespammt und zweitens, wenn andere mich sehen und ich in Antwort verschwinde, das löst in denen ja direkt eine Herzattacke aus. C war's, ne? Ja. So. Weiter geht's im Text. Genau, da hinten war Baumwolle, die wollten wir noch mitnehmen. Oh, rote Beete. Was? Achso, ich hab das Buch ausgewählt. Was ist überhaupt dieses Buch da? Das ist auf jeden Fall neu. Das ist für diese Rack-Mod, ne? Player-Handbuch. Eine Region aus passenden Privilegien kannst du. Admin-Handbuch. Ja. Ganz ehrlich, du kannst erstmal hier irgendwo im Inventar verschwinden. Ich finde es ein bisschen blöd. Ich muss mal gucken bei der Mod, ob ich das einstellen kann, dass jeder Spieler am Anfang dieses Kack-Handbuch bekommt. Erstens ist sie damit völlig überfordert und zweitens klatscht es halt das Inventar einfach unnötig zu. So, Baumwolle. Geil. Können wir bald unsere ersten Taschen bauen. Yeah. Wobei, da brauchen wir ein bisschen mehr, glaube ich. Aber wir haben zumindest noch ein bisschen Saplings. Und die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Da können wir nämlich selber ganz schön Baumwolle anpflanzen. So, was hat das hier nochmal gebracht? Überhaupt irgendwas? Ja, gut, machen wir mal hier so. Nee, scheinbar nicht.
Also, weil mir war nämlich so, dass es vier Samenarten gibt. Muss ich mal ganz kurz gucken. Seed. Genau, die vier nehme ich hier. 1, 2, 3, 4. Und zwei davon, diese Weizenkörner und ja, eine von den anderen dreien hat man halt vom grünen Gras bekommen. Und die anderen beiden hat man von diesem gelben Gras bekommen, soweit ich wusste. Von denen bekommt man, glaube ich, Reis. Oder gar nichts. Hab ich da schon welche oder was? Ich habe gar nichts bekommen. Was ist das denn bitte? Wow, hat man hier so einen Beutel? Ist ja süß. Lol. Gut. Oh ne, kann man nicht essen. Schade. Ich meine, gut ist ja, ne? Ganz schön trocken und so. Aber mich würde doch interessieren. Du kommst nach da, du kommst weg. Ja, Spruch und Lernen in Metaphlos. Und wir sollten by the way, mal was essen. Ja, moin. Erstmal schön 14 Äpfel essen. Geil. Ich meine, wer macht das nicht? Ah, ist ja hier. Da war doch was. Da war doch. Ist doch. War doch. Wie denn? Wo denn? Was denn? Ah! Es dauert einfach nur ewig. Okay. Also doch. Cool. Da ich jetzt aber keinen Bock habe, hier ewig derzeit rumzustehen, werden wir jetzt einfach erstmal ein paar mitnehmen und so mitnehmen. Ich weiß, das lohnt sich bei den Dingern fast gar nicht, weil solche Dinge werden wir relativ häufig finden. Von daher, jetzt welche mitzunehmen, dürfte eher wenig Sinn machen. Aber ganz ehrlich, was man hat, das hat man. Ah, da ist er damals die andere Sorte bekommen. Das heißt, die beiden Sorten bekommt man durch dieses Savanngras oder wie das heißt. Und halt zwei andere Kornarten kriegt man durch dieses grüne Gras. So, ich gehe mal. Oh, guck mal, da ist vielleicht noch so ein Baum. Ja, voll selten und so. wir werden mal weiter in die Richtung gehen. Ich hoffe mal, diese bergige Region hört dort bald mal wieder auf. Aber wie gesagt, so glücklich bin ich damit offen gesagt nicht. Es sieht einfach too much nach too much aus. Den Baum lassen wir aber auch mal stehen. Ein Baum reicht vollkommen aus. Das ist weit mehr, als wir jemals brauchen werden, weil wir haben ja auch Saplings bekommen. Da. Das heißt, wir können uns selber massig von diesen Bäumen einpflanzen. Deswegen, also, da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen aktuell, dass wir da irgendwie noch mehr mitnehmen müssten oder so. Was ich halt gerne hätte, wären Früchte. Wobei natürlich unser Inventar schon jetzt schon ganz schön voll ist. Hier so Beeren können wir natürlich auch mitnehmen, aber die wachsen auch relativ überall. Und wie gesagt, unser Inventar ist so schon so voll. Ich nehme mal trotzdem ein paar mit. Das heißt, du musst weg. Du bist das normale Gras, genau. Hier, wir haben zwei Stacks davon. Ganz ehrlich, weg. Brauchen wir nie im Leben. Nicht so früh im Game. Außerdem soll das ja hier sowieso kein richtiges Let's Play werden, sondern nur ein Anspielen, um zu gucken, ob die ganzen neuen Sachen alle, also ob jetzt der Server noch funktioniert. Mit den ganzen überarbeiteten Mods und sowas alles, bevor dann der richtige Server online kommt. Und dann es das heißt, funktioniert hier alles nicht, hier alles kaputt und so. Deswegen wollte ich das Ganze erstmal hier ein bisschen offline testen. Weil mit Mindclone hatte ich zum Beispiel schon wieder schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Den Mindclone 2 Server, der hat sich ja auch komplett neu aufgesetzt. Also, ne? Mindtest aktualisiert, Mindclone aktualisiert, die Mods aktualisiert. Da hinten ist noch mehr Baumwolle, aber da kommen wir nie im Leben hin. Genau, da hatte ich auch alles aktualisiert und bumm, Absturz. Andauernd, sobald sich jemand angemeldet hat und ein
ein paar Sekunden lang online war, Absturz, 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 Absturz. Die ganze Zeit Endlosschleife. Woran liegt's? Ja, bei der zu der Zeit aktuellen Version, Mindclone Version 0.3, 0.80, also Mindclone 2 Version 0.80, ist tatsächlich anscheinend ein Fehler in der Tiermod. Es gibt jetzt, glaube ich, sogar schon den ersten Nachfolger, 0.80.1, die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, sondern ich habe einfach bin eine Version zurückgegangen und habe jetzt quasi auf dem Mindclone-Server ist aktuell die Version 0.79 drauf. Die funktioniert wunderbar. Also, soweit wie ich das bisher getestet habe. Aber eben, bei der 080er-Version, die top aktuelle, die hat zum Beispiel nicht funktioniert. Und da ja hier auch sehr viele Mods drauf sind, auch bei dem Server hier, deswegen würde ich das gerne erstmal ein bisschen rumtestenderweise benutzen. Um schon mal zu gucken, ob hier erste Unfälle passieren. Und bei bestimmten Tätigkeiten der Server direkt abstürzt. Aber bisher macht einen guten Eindruck. So. Hier ist auch noch relativ bergig, wobei das schon eher angenehm ist. Ne? Das ist so, zwar auch hügelig, aber nicht so extrem übertrieben, wie da vorne war. Guckt euch diese Spitze an. Das ist doch kein Berg. Das ist ein Nagel. Gibt es hier Eisen? Hallo, Eisen? Eisen? Ja, da ist überall Licht. Ah, hier kommen wir nie wieder raus. Ja, wie gesagt, nach Eisen suchen können wir später. Erstmal müssen wir sesshaft werden. Und es gibt sie doch. Die Tiere. Wenn auch super selten. Holy moly. Aber wenn, dann spawnen sie gleich massenhaft. Gut, ich würde mal sagen, ganz ehrlich. Brauchen wir irgendwas? Nee, eigentlich nicht, ne? Na, höchstens Fleisch. Aber auch das brauchen wir aktuell nicht. Komm, wir lassen die einfach mal am Leben. Das Schöne ist ja, mit meinen Server-Einstellungen, die spawnen sie nicht mehr. Ne, dieses Remove Mobs und so, habe ich ja deaktiviert. Das heißt, Tiere, die einmal gespawnt sind, bleiben auch für ewig auf dem Server erhalten. Ich hoffe, das tritt mir nicht irgendwann in den Rücken und dann sind hier 10 Milliarden Tiere auf einem Block. Ach du Scheiße. Lass mich raus, ich bin Arzt. Dann sind hier nicht irgendwann 10 Milliarden... Oh Gott, dann ist schon wieder Wüste. 10 Milliarden Mobs auf einem einzigen Block irgendwann, weil so überbevölkert ist. Schon sind sie wieder alle weg. Und wenn ich jetzt wieder hingehe, müssen sie eigentlich wieder spawnen. Richtig? Ja, das ist ja schon. Sehr geil. Genau so soll das sein. Krass korrekt. So, weil ja auch die Active Block Range bei dem Server relativ niedrig eingestellt ist. Ob ich das so lasse, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also vor hatte ich es eigentlich nicht. Weil aktuell ist die Active Block Range auf 1. Also sehr nah. Was halt ne, die letzte Einstellung war und meinem schlechten Internet geschuldet war. Ob das denn später noch Sinn macht, muss ich dann zeigen. Vor allem, wenn ein paar mehr Spiele online sind. Ich werde aber wahrscheinlich schon so auf 2 oder 4 setzen. Auf 1 ist doch sehr niedrig. So, da hinten ist ein hässliches Wüstenbiom. Hier ist so ein Sandbiom, wo die Strände nur aus Sand bestehen, was ich auch nicht so mag. Das kann nicht sein, dass das alles so hässlich ist. Was denn los hier am Nakholm? Ich glaube, als erstes bauen wir uns mal ein Boot. Aber da brauchen wir jetzt mal richtiges Holz für. Hätten wir uns mal doch Holz mitgenommen, ne? Dumm gelaufen. Oder haben wir Holz dabei? Nee, ne? Wir haben kein Holz dabei. Nope, gar nichts. Das da hinten sieht vielversprechend aus, aber da ist schon wieder Schneebiom. Wir gehen also mal in die Richtung. Dann klauen wir uns mal hier gleich einen Baum und werden uns daraus mal ein Boot bauen. Das Traurige ist halt wirklich, wir haben halt scheiße wenig Platz im Inventar. Für solche Dinge.
Konnte man nicht daraus auch diese Saplings machen? Ja. Konnte man nicht. Sehr schade. Weil diese 8 Dinger kratzt uns jetzt natürlich unser Inventar zu. Weil viel mehr haben wir nicht mehr zum Wegschmeißen. Ich meine ganz ehrlich, das Ding hier kann weg. Das brauchen wir hier fürs Let's Play, fürs lokale Let's Play gar nicht. Ja, und viel mehr weg damit. Will ich auch gar nicht wegschmeißen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Dieses Mein Geld ist natürlich auch super. Wow. So, wir bauen mal diesen Baum hier ab. So, das reicht. Rest kann da bleiben. Sonst ist unser Inventar gleich wieder zu mit hier Blättern. So, ein Boot. Sehr schön. Okay, also hier im MyTest-Game ist das Boot immer noch relativ stockerig. In MyClone 2 haben sie es ja relativ gut gelöst bekommen, ne? In MyClone 2 funktioniert ja das Boot mittlerweile richtig gut. Aber hier hast du immer noch diese ganzen Mikro-Ruckler drin, ne? Oh ne, das wird schon wieder so extrem. Oh, was ist denn mit diesen Landschaften hier los? Oh, worüber? Yay! Wupp, wupp. Was bist du denn? Moos. Damit. Endlich mal ein paar Bären. Oh, wow, guck mal hier. Mannigfaltige Mannigfaltigkeit. Ein Leben in Saus und Braus quasi. Nein. Oh. Eine Schiele Schotoro gegessen. Das tut weh im Gaumen. Davon kann ich noch meinen Enkelkindern erzählen. Hier sind ein paar mehr. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. So sollte es überall aussehen, wo es grün ist. Aber nee, aber nee. Dieser große, weiß ich gar nicht mehr, was das ist, weil das Weiße da hinten, das sind Zwiebeln. Aber das daneben oder das, was da auch wächst, das weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Was ist das? Was an meiner Krone? Sieht aus wie Blumenkohl. Oh, sieht aus wie wir sind voll. Ganz ehrlich, weg damit. Warum ist das hier eigentlich? Nee, ist Deutsch, aber das Ding hier. Parsley. Weiß ich gar nicht, was das auf Deutsch bedeutet. Ist das doch Blumenkohl? Noch mehr? Okay. Ich hatte ja eher gehofft, dass wir so ein bisschen so satt machendere Sachen finden, wie Kartoffeln und sowas alles. Aber ich weiß noch, nach Kartoffeln hatten wir letztens auch ewig gesucht gehabt und keine gefunden. Das war ja auch so ein Ding. Wenn wir die finden, werden wir sie auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt, wenn ich dafür meine Axt wegwerfen muss. So, Zwiebeln. Ganz ehrlich, her damit. Och nö. Warten nun schon wieder. Du. Ganz ehrlich, weg damit. Finden wir hier an der Oberfläche scheinbar sehr häufig. Ein bisschen Anschein macht, von daher. Oh, jetzt fehlen mir eigentlich nur noch Kartoffeln. Und ein schöner Strand, wo wir uns niederlassen können. Da hätte es wieder alles voll mit diesen Tannenbäumen. Oh mein Gott, Erdbeeren. Oh mein Gott, ich brauche die. Oh mein Gott, ich will die haben. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Jetzt wird's heftig. Oh mein Gott, ganz ehrlich. Ich meine, eigentlich würde ich auch das ganze Mein Geld wegschmeißen.
Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir es wegschmeißen, dass wir nicht mehr im Inventar haben, wieder welches bekommen würden, aber dafür gar kein Platz mehr da ist. Bekommen wir dann einfach kein Meingeld mehr? Glaube ja. Oder schmeißt er dafür einfach irgendwas anderes raus? Was denn eher kacke wäre. Wo sind denn diese Kartoffeln? Das hier sind Gurken, soweit ich weiß. Gut, ich glaube mal, wir sollten in die Richtung gehen. Das sieht aber auch wieder so tannenwaldmäßig aus. Sehr schwierig. Wir hätten von unserem Startpoint wirklich einfach in die andere Richtung gehen sollen. Da, wo wir auch anfangs hingelaufen sind. Aber dann irgendwie nie ankam. Denn das sah wirklich vielversprechend aus. Hier sieht alles Katastrophe aus. Wo bin ich jetzt überhaupt? Okay. Schwimmen wir hier mal raus. Und hoffen mal, dass wir hier irgendwo sinnvoll rauskommen. Ah, da hinten geht's raus. Guck mal, hier wäre doch ein schöner Ort, wo wir uns niederlassen können. Hier sind zwar auch diese riesigen scheiß Berge nebenan, aber ganz ehrlich, ich glaube mal, besser als das hier finden wir nicht mehr. Wie es aussieht. Zumindest würde ich mir das irgendwie vormerken. Hier ist so viel abstrakte Kunst in der Umgebung. Ah, ich bin ja kein Freund von so abstrakter Kunst. Alter, wie das Boot rumzittert, Alter. Holy moly. Und ich sag mal so. Am Internet kann es nicht liegen, weil sowohl der Client als auch der Server laufen auf dem gleichen Rechner. Da ist also gar kein Internet dazwischen. Da schau gerade aber rum. Du, oh, guck mal hinten, da sieht doch geil aus. Da ist auch noch so ein riesiger Dinosaurierschädel da im Berg drinne, aber das da hinten sieht doch schon sehr vielversprechend aus. Ich glaube, darauf nehmen wir direkt mal Ziel. Und dann können wir uns da schön niederlassen. Da hinten haben wir auch ein paar verschiedene Biome. Das hier, also jetzt ist aber auch so hin wie ein Pferd. Das ist so, ne, die Hörner, so der Mund, da oben so die Ohren, so, ne, so Pferd, was sich so runter, also den Kopf nach unten neigt, quasi. Sieht doch original aus wie so ein Schädel. Ja, hier ist auch eine schöne Gegend. Ich glaube, hier bleiben wir. Am besten lassen wir uns auf der Insel hier nieder. Oder auf der Landzunge, oder wie auch immer man es nennen möchte. Hier, ja, die Aussicht ist doch geil. Achso, okay. Akzeptiert. Hier bleiben wir. Cool. Dann. Fangen wir mal an, nächste Folge ein bisschen sesshaft zu werden und dann mal ein bisschen Sachen zu basteln. Bis dann.